Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Und heute geht es mal um Gewohnheiten der Einserschüler bzw. Gewohnheiten von Schülern und Schülerinnen, die einfach sehr gut sind in der Schule. Es gab nämlich voll viele Dinge, die ich damals selbst falsch gemacht habe, die ich mittlerweile verbessert habe und die mir dann noch geholfen haben, eine bessere Schülerin zu werden. Und das möchte ich heute gerne an euch weitergeben. Also heute sind wir hier zum Lernen, damit wir alle sehr gute Schüler werden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Let's go! Vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls diese Art von Videos gefallen. Der erste Tipp, der mir so viel Zeit gespart hat, ist einfach immer im Unterricht zuzuhören. Wer kennt es nicht? Man schreibt irgendwie morgen, übermorgen einen Test oder eine Klassenarbeit, sitzt vor dem Stoff und versteht irgendwie gar nicht. Und diese Situation kannst du aber vermeiden, indem du im Unterricht einfach aktiv zuhörst und eben auch mitarbeitest. Das hilft dir zum einen, Dinge schon grundlegend zu verstehen. Du hast einfach eine Person, die genau die Sachen, die du später wissen musst, einfach erklärt. Du hast da sogar die Möglichkeit, Fragen zu stellen, deine Mitschüler zu fragen. Das ist einfach eigentlich ein so krasses Privileg, was wir, glaube ich, oft nicht wertschätzen. Und wenn du einfach immer zuhörst oder die meiste Zeit zuhörst, dann musst du zu Hause echt wenig machen, weil du eben schon im Unterricht ganz viel verstanden hast. Zum anderen natürlich wird deine Mitarbeitsnote einfach sehr gut werden, wenn du dann immer auch aktiv dich beteiligst. Und ich merke gerade, meine Blumen sind irgendwie, das ist irgendwie nicht so symmetrisch. Dann kommen wir direkt auch schon zum zweiten Punkt, der da ist, immer Fragen zu stellen. Beziehungsweise, ich glaube, der wichtigere Punkt hierbei ist es einfach auch mal verletzbar zu sein und einfach seinen Perfektionismus aufzustellen und sich auch mal zu trauen, sich zu melden und dann auch mal Fragen zu stellen, auch wenn sie vielleicht erstmal für dich ein bisschen dumm wirken. Aber wir kennen ja alle den super schönen Spruch, wer nicht fragt, bleibt dumm. Und ich glaube, es ist viel besser, wenn man in dem Moment kurz mal dumm rüberkommt, als dann für den Rest des Lebens irgendwie dumm zu sein, weil man eben diese Frage nie beantwortet bekommt. Und ich merke auch total oft, dass Lehrer es sehr wertschätzen, wenn du eine Frage stellst, weil man sich eigentlich sicher sein kann, dass die Frage, die du hast, noch andere in dem Raum ebenfalls haben. Und so bringst du eben auch den Unterricht voran. Und natürlich ist es auch immer wieder ein Pluspunkt für deine Mitarbeitsnote. Also eigentlich gibt es nur Positives, wenn du was fragst und wenn du dich mal meldest. Und wenn du dich meldest, mitarbeitest und eben auch mal ab und zu verletzbar bist und dich einfach meldest, auch wenn du vielleicht nicht so sicher bist, du doch mal Dinge fragst, von denen du dir nicht sicher bist. Die dritte Sache, wahrscheinlich für viele Leute jetzt ein bisschen komisch kommen oder vielleicht kontraproduktiv wirken, aber der dritte Punkt ist, sich nicht nur auf Schule zu fokussieren. Ich habe fast das Gefühl, also ich habe ja einen Study-Kanal, ich habe auf TikTok einen Study-Account, auf Instagram und poste sehr viel zum Thema Schule und Lernen. Ich kriege voll oft Fragen von Leuten, die dann irgendwie mich fragen persönlich, ob ich wirklich 24/7 lerne. Und ich finde das voll krass, weil ich lerne halt eigentlich richtig wenig, glaube ich, im Vergleich zu anderen Leuten. Und der Weg zu guten Noten ist nicht einfach nur 24/7 lernen. Man kann es auch anders schaffen mit guten Lernmethoden, mit denen man dann eben weniger lernen muss. Oder eben mit dem ersten Tipp, immer zuhören. Da musst du auch zu Hause weniger lernen und weniger nachbereiten. Und es ist eben auch wichtig, sich nicht nur auf die Schule zu konzentrieren, sondern eben auch seine mentale Gesundheit und physische Gesundheit anders aufrechtzuerhalten. Beispielsweise durch Sport, durch Beziehungen mit anderen Personen, Freizeit und Hobbys, die dir Spaß machen. Wenn wir uns allein nur auf die Schule konzentrieren würden und wirklich so einen richtig krassen Perfektionismus hätten, dann glaube ich, kommt man ziemlich schnell an eine Art Burnout ran. Oder dass man sich irgendwann einfach so fertig und so kaputt macht, dass man sich dann einfach gar nicht auf die Schule konzentrieren kann. Deswegen ja, Schule sollte eine Priorität sein, aber eben auch nicht die wichtigste und höchste Priorität deines Lebens, sondern das sollte immer noch du selbst sein. Kommen wir auch schon zum vierten Punkt, der ist auch außerhalb der Schule, sich ein bisschen weiterzubilden und generell offen fürs Lernen zu sein. Es gibt so den richtig schönen Begriff Lifelong Learning, also ein lebenslanges Lernen, dass man einfach immer Schüler oder Schülerin bleibt und immer versucht, sich weiterzubilden. Das kann sein, zum Beispiel in Form von Büchern, einfach sehr viel lesen. Und es muss auch nicht nur irgendwie Ratgeber oder Sachbücher sein, sondern es können auch ganz einfach Romane sein oder so. Von denen kann man ja auch was lernen, sich trotzdem so weiterbilden in Sachen Grammatik, Ausdruck, Beziehungen und in diese Richtungen. Oder eben auch zum Beispiel Nachrichten hören, Nachrichten gucken, Podcasts hören, YouTube gucken von Leuten, die euch etwas beibringen wollen. TikTok vielleicht auch, obwohl ich finde, dass man da sehr schnell eher abgelenkt wird von anderem Content. Aber ja, so in die Richtung sind wir momentan ja eigentlich super bereichert in Zeiten von so Social Media und Internet, dass wir total schnell uns Informationen holen können und auch total auf einer alltäglichen Basis uns sehr viel Informationen einbringen können, eben durch Podcasts, durch Social Media, durch schnelles Googeln von Sachen. Wir können Artikel lesen, Newsletter abonnieren. Da gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich heutzutage wirklich weiterzubilden. Ich persönlich bin ja im Politik-Leistungskurs, also Politik ist für mich ein sehr wichtiger Bestandteil meines Lebens, würde ich jetzt mal sagen. Und da höre ich halt einfach sehr gerne Podcasts, jeden Tag, jeden Morgen so ein bisschen und gucke so YouTube-Kanäle, die darüber aufklären, damit ich eben auch im Unterricht Bescheid weiß und auch an Diskussionen teilnehmen kann, meine Meinung preisgeben kann und eben dabei auf den neuesten Stand bin, was eigentlich sehr wichtig ist, gerade in so einem Politik-Leistungskurs zum Beispiel. Ich könnte mir das auch richtig vorstellen, bei zum Beispiel Wirtschaft oder so, eigentlich bei fast allen
gesellschaftswissenschaftlichen Fächern ist es nämlich sinnvoll, so auf dem neuesten Stand zu sein. Und super wichtig ist es eben auch, nicht aufzugeben und auch nach Hilfe zu fragen. Ich mache es gerne so, wenn ich zum Beispiel Mathehausaufgaben mache, dass ich mich hinsetze und 15 Minuten arbeite. Und wenn ich die Sache nach 15, 20 Minuten nicht verstanden habe, dann frage ich nach Hilfe. Aber ich versuche dann nicht sofort aufzugeben, weil das bringt logischerweise eigentlich nichts, wenn man einfach aufgibt und sagt, ich mache jetzt nichts mehr. Sondern ich versuche mal, meine Klassenkameraden zu fragen, meinen Lehrer vielleicht zu fragen, wenn das irgendwie gerade available ist, wenn das gerade geht für dich. Aber versuche erstmal die Aufgabe selbst zu lösen, weil vielleicht kriegst du sogar hin nach irgendwie 10, 15, 20 Minuten. Und das ist auch volles Erfolgserlebnis, wenn man das dann irgendwann trotzdem schafft. Und ich glaube auch gerade so Fächer wie Mathe sind auch dazu da, dass wir einfach eine Problemlösung finden. Dass wir eine Problemlösung üben. Dass wir gucken, wie können wir zum Ziel kommen und da so ein bisschen rumprobieren und das einfach lernen. Und deswegen ist es auch wichtig, nicht sofort aufzugeben, sondern versuchen weiterzuarbeiten, weiter zu basteln, vielleicht kriegen wir es irgendwie hin. Das waren jetzt so spontan einige Gewohnheiten, die mir persönlich aufgefallen sind, die mir sehr geholfen haben und bei denen ich mir auch sicher bin, dass sie dir auch helfen können, wenn du es richtig anwendest. Ich hoffe sehr, dass dir das Video ein bisschen geholfen hat. Du kannst sehr gerne einen Daumen nach oben geben, ein Abo dalassen oder auch mal andere Videos angucken, in denen ich eigentlich über ähnliche Themen wie zum Beispiel Schule, Noten, Organisation und Produktivität rede. Falls du noch weitere gute Gewohnheiten kennst, dann schreib sie sehr gerne in die Kommentare, damit wir uns mehr austauschen können. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Bis dann! Tschüss!